Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Ha, so, längst überfällig die Folge, aber ich hatte auf meinem Hauptkanal ein kleines Videochaos, das ich bereinigen musste die letzten zwei Tage. Deswegen bin ich nicht dazu gekommen, neue Folgen aufzunehmen, beziehungsweise musste auch einen Stream ausfallen lassen, wo ich eigentlich The Witcher 3 streamen wollte. Nur nochmal zur Info für alle. Ich mache ab jetzt eigentlich grundsätzlich längere Let's Plays. Das heißt, die Stream-Aufzeichnungen werden nicht mehr so klein gestückelt und die Let's Plays werden auch bestimmt eine Stunde immer so pro Folge, weil die Uploads auf YouTube leider halt von Monat zu Monat umfangreicher und auch ein bisschen nerviger werden, muss ich leider sagen. Teilweise sind da Sachen nicht mehr sehr creator-freundlich. Früher war alles, das ganze Interface sehr hässlich, aber sehr übersichtlich. Und man konnte mit wenigen Klicks, eigentlich sogar mit einem Klick, alles erreichen, alles einstellen und konnte ohne Probleme innerhalb von kürzester Zeit mal schnell 20, 30 Videos, so für die ganze Woche die Let's Plays einfach hochladen. Das war kein großer Act. Mittlerweile ist es tatsächlich sehr aufwendig geworden und jedes einzelne Video besteht quasi, jeder einzelne Upload besteht aus einem Menü mit mehreren Karteikarten quasi, die man einzeln durchklicken muss. Ich muss selber eine Einstufung vornehmen, wie der Gewaltgrad in dem Video ist, ob in dem Video geflucht wird und so weiter. Muss diese Einstufung dann senden und die muss überprüft werden. Das ist alles mittlerweile einfach echt nervig und umfangreich geworden. Deswegen möchte ich einfach quasi die Videoquantität verringern. Ich will weniger längere Videos hochladen. Deswegen dauern jetzt die Witcher Let's Plays zum Beispiel jetzt hier, sagen wir, eine Stunde. Dafür kommt nur noch jeden dritten Tag eine Folge, so dass es vom Umfang her gleich bleibt, nur die Videoanzahl reduziert wird. Dann kann ich mich nämlich mehr auf die einzelnen Videos konzentrieren, weil es halt nicht so viele sind, quasi, ne? Okay, gut, da das jetzt nochmal geklärt ist, fangen wir an mit The Witcher 3 Wild Hunt. So, ich musste nur kurz bei meinen Kopfhörern ein bisschen leiser machen, weil das war gerade sehr laut. Geralt, wo stehen wir? Wo hängen wir? Ich kenne mich nicht mehr aus. Wo sind wir? Sind wir noch bei unserem Freund? Warum hat der ein... Naja. Wie dem auch sei, das Vampir-Set. Ah, das ärgert mich wirklich, dass wir im letzten Stream, bei den letzten Let's Plays scheinbar tatsächlich verpasst haben, die komplette Rüstung zu finden. Und so wie es jetzt aussieht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber so wie es jetzt aussieht, kriegen wir die wirklich nicht mehr. In dem Wiki, wo ich nachgelesen habe, stand zumindest, man könne diese Rüstung tatsächlich nur während dieser Mission erhalten. Wir werden jetzt trotzdem nochmal die Ruinen aufsuchen. Vielleicht habe ich ja Glück und man darf doch nochmal reingehen. Vielleicht kann ich mir das alles nochmal in Ruhe alleine anschauen, ohne Quest. Und dann finden wir die anderen Rüstungsteile, weil ich fände die schon interessant. Und wenn nicht, dann hauen wir das Zeug irgendwo auf einen Rüstungsständer in unserer Burg und reden nicht mehr drüber. Auch wurscht. Ist nicht das erste Rüstungsset, das ich nicht vervollständige. Im Gegenteil, es wäre das erste, das ich vervollständige, glaube ich, in unserem Playthrough hier. Jetzt weiß ich halt nicht mal mehr, wo überhaupt die geheime Wand gewesen wäre. Ah, warte mal. Da wird mir ein Höhleneingang angezeigt. Ah, und der ist tatsächlich verschlossen. Und ich kann ihn wahrscheinlich auch nicht einfach öffnen. Das ist schon gemein, finde ich, irgendwie. Die könnten einem doch eigentlich ruhig da reingehen lassen, oder? Wäre doch nichts dabei. Naja, komisches schwarzes Maskenrüstungsset. Du bist disqualifiziert. Sehr, sehr schade. Aber ich habe jetzt keinen Bock, nochmal neu zu laden. Ist ja auch doof, irgendwie. Das ist jetzt passiert. So steht es nun geschrieben.
Aber die sind sogar gut, die Stiefel. Die sind sogar gut. Und wir kriegen jetzt quasi schon durch die drei Teile, die wir haben, den Rüstungsbonus, dass das Töten von Gegnern die Vitalität mit jedem getragenen Z-Gegenstand. Ah, oh, das wäre schon echt toll. Na, ich guck mal kurz. Was wäre denn? Okay, wartet mal. Ich speichere mal kurz das Spiel hier. Kann ich nicht einen neuen Spielstand anlegen eigentlich? Wirklich? Sind das alle Spielstände, die man hat? Aber das ist eh ein manueller Speicher. Ah ja, genau. Das passt. Was wäre denn, wenn ich hier jetzt lade? Da stehen wir nämlich noch in dieser... Never, wenn ich alle Dialoge überspringe und so, ist das vielleicht gleich erledigt. Da gucken wir jetzt mal. Wenn du Konversationen belauschst, erhältst du manchmal Informationen über Quests. Sowas funktioniert für mich in Spielen überhaupt nicht. Informationen, also NPCs belauschen. Weil die labern halt so viel Bullshit, wenn man dem vorbeiläuft. Ich höre denen halt nicht zu. Aber manche Spiele machen das halt tatsächlich, dass dann teilweise sogar wichtige Informationen, Quests, in so passiven Gesprächen im Hintergrund irgendwie verbalisiert werden. Ah, nein, das ist schon danach, ne? Nein! Bei Fallout 4 haben die das gemacht. Und da ist es mir so oft passiert, dass plötzlich wieder eine Quest in meinem Questbuch war. Und ich habe überhaupt nicht gecheckt, warum eigentlich. Bis mir klar wurde, dass wieder im Hintergrund irgendwer irgendwas gequasselt hat. Ach, warte mal, war das die Quest? Le Cachet Faucetin? Le Chacon Faux? Le Corps Enfant? Le Corps Enfant? Nee, war Le Camp Enfant. Le Camp Enfant. Ich lade es mal. Ich sitze heute übrigens mal wieder im Wohnzimmer, nicht im Arbeitszimmer. Und habe es mir mal wieder auf dem guten alten Knazi gemütlich gemacht. Mein alter Aufnahmesessel steht immer noch im Wohnzimmer. Hauptsächlich von den Katzen benutzt eigentlich. Heute benutze ich ihn wieder mal. Das heißt, ich kann jetzt wieder sehr viel rumknarzen bei jeder Bewegung. Und es ist schon gemütlich, muss ich sagen, dieser Knarzi. Dieser Stuhl, ey, der ist von Ikea, der gute Knarzi. Der hat... Der hat... Damals, als wir den gekauft haben, komme ich jetzt hier nicht mehr raus. Doch, okay. Dann schauen wir uns mal wirklich genau um jetzt hier. Ich gehe nochmal ganz zurück zum Anfang, soweit es geht. Und dann suchen wir diese Rüstungsteile. Koste es, was es wolle. Auf jeden Fall hat der, als ich den gekauft habe bei Ikea, glaube ich, 50 oder 60 Euro gekostet, dieser Knazi-Stuhl. Und das ist ein guter Preis für einen guten Sessel. Da kann man überhaupt nichts sagen. Total toll. Und jetzt, weil ich gerne eigentlich wirklich Nachschub hätte, ich hätte gerne einen neuen Knazi. Für der ist knarzt halt schon so. Aber und jetzt kostet der irgendwie über 200 Euro oder sowas in der Art. Vielleicht übertreibe ich leicht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber definitiv mehr als das Doppelte, wenn nicht das Dreifache. Mindestens. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich habe nur noch mein Entsetzen über die Preise im Kopf. Das muss mindestens 150 aufwärts, also mindestens das Dreifache, wenn nicht mehr. Naja, und deswegen muss ich schon sagen, the fuck, was haben wir denn hier? Champion von Teshumudna. Ich bin der Diener des Stammes. Erhaben über die Menschen künde ich von der Schwäche. Erhoben über sie bin ich der Hüter der Herde. Voll der Stärke richte ich das Schwert gegen die Feinde des Stammes. Ich bin Herr und Knecht zugleich. Ich bin der ausgeübte Wille des Stammes. Ich akzeptiere dieses Schwert und diese Rüstung, auf dass ich dem Stamm dienen kann. Oi, noi, Kodimo! What? Ich weiß nicht mal, was das hätte werden sollen, aber
die drei Rüstungsstände, die ich nicht gefunden habe, sind einfach nur in einer Kiste, in die ich offensichtlich nicht geguckt habe, weil ich ein Trottel bin. Weil ich einfach ein Trottel bin. Ich weiß nicht, wo da wieder meine Gedanken waren im Stream. Also, dieses Schwert ist vom reinen Schaden her und ehrlich gesagt schaue ich immer nur auf den, weil ich ein Trottel bin. Ein bisschen schwächer als unsere jetzige ausgerüstete Stahlwaffe, aber... Yeah, und jetzt die Rüstung. Die ist sogar ein kleines bisschen besser und die kann noch repariert werden. Vielleicht ist sie dann sogar noch besser. Ja, und Zeichenzeugs, keine Ahnung, so. Und die Hosen, die haben nur zwei... Haben Hosen grundsätzlich nur zwei Steckplätze wie Handschuhe und Schuhe? Ha! Naja. Ja, cool. Das ist ein gutes Set. Und jetzt sehen wir irgendwie auch ein bisschen lustig aus. Das ist auch nie verkehrt. Hey, wie kriege ich denn gleich nochmal... Da muss ich zu einem Handwerker gehen, ne? Dass ich die Glyphen... Die Glyphen aus den Slots rauskriege, wenn überhaupt... Ah, das nervt. Das will ich nämlich nicht eigentlich. 5% Zeichenintensität. Adrenalingewinn. Chance auf Betäuben. Chance auf Vergiften. Chance auf Einfrieren. Chance auf Taumeln. Ich glaube, ich mag diese Chancen. Machen wir doch einfach mal voll viel Chance auf Betäuben. Das ist gegen menschliche Gegner, die haben oft Schilde, ist nervig. Machen wir eine 15%ige Betäubenschance, dann sind alle wahrscheinlich permanent betäubt und ich kann ihnen das Blut absaugen, während sie rumtaumeln. Das ist vielleicht ganz cool. Was habe ich denn hier so für Runen drin gehabt? 5% Zeichenintensität. Da habe ich jetzt keine guten für die Rüstung, keine guten Zeichen. Da müssen wir mal gucken, ob wir die irgendwo vielleicht kaufen können. Ich habe doch kleine Reparatursets, stellen 40% Haltbarkeit wieder her. Ja, das lohnt sich hier schon fast. Ein bisschen minimal verschwendet gerade. Hier machen wir es auch noch. Bei den anderen warten wir noch ein wenig. Ich guck mal auch, weil ich habe auch Schwerter-Reparatursets. Weil ich so ein kluger Lackel bin. Uiuiui, warte mal. Plus 25% Angriffskraft gegen Insektoiden. Ach, weil ich mal Insektoidenöl drauf geschmiert habe, als wir es gar nicht mehr brauchten. Stimmt. Sehr gut. Sehr gut. Naja, jetzt haben wir eine uralte Vampirrüstung. Und so wie es klang, ist das so ein bisschen die Vampir-Bürgermeister-Rüstung. Wir sind jetzt das gewählte Vampir... Der gewählte Vampir-Bürgermeister und sind quasi gleichzeitig Oberhaupt, aber auch Diener unseres Stammes oder so. Na gut, dann machen wir diesen blöden Arena-Kampf nochmal. Ich hoffe, ich krieg den hin, weil ich bin gerade wieder überhaupt nicht mehr in der Stadt. Köder ausgelegt. Und jetzt? Ich gehe in den Käfig. Überspringen. Vielleicht brauchen wir eine Parole. Du weißt schon, du sagst sie, wenn du es nicht mehr aushältst. Und was, wenn ich es sage? Weiß nicht, ich beruhige dich irgendwie. Wir müssen da jetzt durch. Haha, cool. Aha, Regis hat das Blut gerochen. Wegrollen! Tut gut. Wow. Alles klar soweit? Ja. Na, besser. Das mit der Heilung, wenn Gegner sterben, ist schon cool. Muss man schon sagen. Da kommt nämlich noch mehr.
Dadurch, dass ich immer sehr offensiv kämpfe und auch viel abkriege, währenddessen mich sowieso immer mehr Heiltränke und Heilung allgemein zu mir nehmen muss, hilft diese Heilung schon ungemein. Bei sowas wie Augenglocken, Glocken. Das ist überhaupt so fantastisch, dass ich in Videospielen. Verstehe ich nicht. Ja gut, okay, Dark Souls hatte ich auch. Was? Ich meine, das ist ein Schild. Nicht das Schild. Ich war ja nicht auf einer Demo. Okay, haben wir schon gesehen, ich überspringe das. Na guck. Ich habe mir beim letzten Mal noch gedacht, so, das dauert Stunden, das alles nochmal zu machen, voll doof, hab keinen Bock. Aber jetzt, ehrlich gesagt, ging das jetzt schon verdammt schnell. Ja, bis es Ich rede nur trotzdem alle optionalen Dialoge, auch wenn die wahrscheinlich gar nicht notwendig sind. Was hast du, Lacknopf unter? Falls die irgendwas bewirken, ne? Damit wir auch wirklich an der genau gleichen Stelle sind, an der wir waren, als wir das letzte Mal im Stream aufgehört haben. Kein Problem. Okay, cool. Geschafft. Es ist geschafft, Brombeersaft. Ist ein Gedicht, habe ich geschrieben. Von mir. Hashtag selbstgeschriebenes Gedicht. Ich wollte eigentlich nicht Hashtag, sondern TM sagen. Aber als ich meinen Fehler bemerkt habe, habe ich es, finde ich, noch recht schnell und gut gerettet. So. Man muss nur improvisieren können. Und dann... was ist denn das da? Monsterbefallenes Weingut. Das ist so ausgegraut, das heißt, das haben wir schon gemacht. Gut. Ich hätte jetzt nämlich echt geguckt, ob hier Fragezeichen in der Nähe sind. Ich hätte nämlich gerade Bock, einfach nur Fragezeichen zu machen. Hier wären Fragezeichen. Da wären Fragezeichen. Die sind alle so ein bisschen abgelegen, ne? Aber ich glaube, ich will heute einfach ein bisschen so Zeugs machen. Weil dieser DLC ist ziemlich cool und ich will hier irgendwie noch viel Zeit verbringen. Und ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt weiter die Hauptstory und so machen, dann ist er bald zu Ende. Und das will ich nicht. Und deswegen will ich jetzt einfach ein bisschen durch die Prärie gurken. Weil die Fragezeichen sind meistens, sind wir ehrlich, nicht besonders toll. Meistens haue ich irgendwelche Monster tot. Und vor allem oft so nervige Pflanzen, die aus dem Boden sprießen. Oder ich, in 90% der Zeit haue ich irgendwelche Monster oder Banditen tot bei diesen Fragezeichen. Aber ab und zu stolpert man vielleicht ja dann doch mal über eine interessante Quest. Wenn man so in die Welt geht. Ab und zu. Deswegen tun wir das. Hallo, Herr Reiter. Ich hätte auch Plätze rufen sollen, aber jetzt sind wir schon fast da. Der Reiter sollte lieber aufpassen, wenn da hinten so viele Ertrunkene unterwegs sind, aber gut. Der wird schon wissen, was er tut. Ich bin hier nur Tourist, ich kenne mich nicht aus. Ich meine, hier ist anscheinend jeder zweite ein Ritter, der im Namen der Herzogin irgendwelche Monster tötet. Der wäre wahrscheinlich froh, wenn ein paar Ertrunkene ihn angreifen. Hat eine tolle Geschichte, die er dann abends im Wirtshaus erzählen kann von seinen Heldentaten. Na, wenn das mal kein Der Schweiß zwischen den Arschbacken. In dieser Höhle haust irgendwas Böses. Es hat dort ein Nest. Holla, mein Herr. Holla. Die Schwerter auf deinem Rücken trägst du sicher nicht nur zur Zierde. Vielleicht kannst du mir helfen. Vielleicht. Kommt drauf an. Also, es gibt eine Höhle, die sich ideal als Weinlager eignen würde. Nicht zu trocken, nicht zu nass. Aber... Nun, dort herrscht schrecklicher Lärm. Von der grässlichen Art der Rassel-Rums-Klopfart. Ich habe vorgestern meinen Gehilfen geschickt, um nachzusehen. Er ist nicht zurückgekommen. Das hat bestimmt mit den Elfenruinen neben der Höhle zu tun. Also, hilfst du mir? Jetzt, wo er sagt, habe ich hier in dem ganzen DLC noch keine Zwerge, Elfen oder Gnome oder so gesehen. Bin ich hier irgendwie in Racistopia gelandet? Moment, doch, warte mal, da war ein Elfenhändler und der wurde dann umgebracht, ne?
Ich weiß nicht genau, aber deine Bemerkung über Elfenruinen, boah, glaube ich, veranlasst mich dazu, dass ich dich ausnehme wie eine Weihnachtsgans. Wenn du zahlen kannst. Ja, wir sind uns beinahe einig. Ja, wir sind uns beinahe einig. Einverstanden. Das habe ich sowieso nie benutzt, dieses Feature, oder? Das Belohnungsaushandel-Feature. Wobei das nett ist eigentlich, dass man das kann. Auch mit dem Verstimmungsbalken und so. Aber irgendwie... Naja, gut. Gut, ich sehe mal nach, was in der Höhle lauert. 90% der Zeit hilft man halt irgendwelchen armen Tölpeln, gerade im Hauptspiel. Irgendwelchen Leuten, die gerade ihr Haus, ihre Existenz, ihre Kinder oder sonst was verloren haben oder ihre Eltern. Und da will man dann ungern, also ich zumindest will da ungern noch irgendwie Profit aushandeln. Meistens zeige ich dann sogar, wenn es die Dialogoption gibt, so, nee, passt schon hier. Behalt dir dein Geld mal. Aber wenn da zum Beispiel die Nilfgaarden irgendwas wollen, ne, die Armee, da greift man schon mal... Oh, ein Gargoyl. Da greift man dann schon mal ein bisschen tiefer in den Geldbeutel. Wobei die sich das dann natürlich wieder bei den armen Schluckern holen, die Schweine. Aber das ist letztendlich nicht meine Verantwortung. Also das ist... Die sind die Schweine, nicht ich. Ja, wen haben wir denn da? Alter, jetzt gifte doch hier nicht so rum. Mann ey, die sind schon echt irgendwie... Die tun weh, die Gargoyles. Ich meine, gut, sind auch riesige, massive Steinklumpen, ne? Natürlich tun die weh. Trotzdem droppen die irgendwie Gedärme. Ich verstehe nicht ganz, wie die funktionieren. Haben die nur Schuppen? Haben die nur ganz viele steinartige Schuppen? Man weiß es nicht. Genau. Ich wollte meinen Witcher-Sinn benutzen und wusste nicht mehr, wie es geht. Ah, furchtbar. Furchtbar, wenn man immer so viele Spiele parallel spielt und nicht mehr der Jüngste ist. Ich weiß nicht genau. Vielleicht liegt es daran, dass ich Let's Plays aufnehme und da muss man halt auf viele verschiedene Sachen achten. Da achte ich auf mein Aufnahmeprogramm, da achte ich drauf, dass das Mikrofon passt, auch von der Entfernung her. Da achte ich auf viele unterschiedliche Sachen. Da ist man halt nicht immer hundertprozentig beim Spielen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass man hier irgendwie weiter könnte. Und das... Oh, come on, Spiel. Dass das früher mir leichter fiel, zwischen Spielen hin und her zu wechseln. Als es jetzt mir fällt. Na toll. Der Schutzzauber hat ja lang gewirkt. Zauberwind. Den kann einfach keiner standhalten. Der Wirbelzwirbelzauberwind ist das Beste, was wir in dem ganzen Spiel gelernt haben bis jetzt. Mit Abstand. Der haut einfach rein. Da wird alles weggezwirbelt wie sonst noch was. Ach guck, hier wäre ein Durchgang gewesen. Na, die Höhle ist halt doch ein bisschen dunkel, ne? Habe ich gar nicht gesehen. Ist aber wirklich dunkel hier. Selten so eine... Jetzt bräuchte ich Katzenauge. Aber wie ich schon oft gesagt habe, bin ich in Witcher...
Dadurch, dass die Menüführung auch wirklich alles andere als perfekt und komfortabel ist, bin ich immer zu faul für sowas. Es wird so viel Tränke und Öle und Zeugs geben, die wirklich teilweise Sinn machen würden. Aber ich denke mir dann immer so, ah ja komm, bis ich jetzt in den Menüs den auf den Slot gelegt habe und dann ausgerüstet und dann getrunken, ist die Aufgabe der Gegner schon dreimal erledigt. Das ist wie bei Genshin Impact, das ich zurzeit auch gerne wieder spiele. Da braucht man zum Erze abbauen, sollte man da immer einen Charakter nehmen, der, oder unter anderem einen Charakter nehmen, der zwei Hände benutzt. Weil der Erze wesentlich schneller abbauen kann als jeder andere. Aber ich hau dann lieber trotzdem eine Viertelstunde mit meinem kleinen Schwertchen gegen das Erz, bis es kaputt geht. Weil bis ich jetzt wieder ins Menü gehe und wieder bei Teameinstellungen den Charakter wechsle und dann wieder zurückwechsle, weil ich den Zweihänder-Charakter für den Kampf gerade nicht brauchen kann, da mache ich doch lieber einfach schnell mit meinem Charakter die Erze kaputt, auch wenn es in Wirklichkeit länger dauert. Tja. Faulheit schützt vor Strafe nicht, hä? Was? Sodala, das hätten wir, junger Mann. Ist es geschafft? Ist die Luft rein? Hast du es geschafft? Ja, alles erledigt. Ha! Und da heißt es, Hexer wären Tagediebe und Schmarotzer. Schwachsinn! Das Lager ist spätestens in 2 Tagen fertig. Und ab sofort kriegst du alle meine Waren billiger. Was bietest du an? Ich würde es mir gerne mal ansehen. Er bietet nur Schnaps und Käse an. Ihr stammt nicht aus Toussaint, oder? Nein, aus Povis. Wir sind vor dem Ersten Krieg in den Süden gezogen. Meine Frau kriegt bei der Kälte im Norden immer einen Hexenschuss. Bis dann. Sind wir jetzt hier eigentlich in Nilfgaard? Gehört das zu Nilfgaard? Ich glaube nämlich irgendwie schon, oder? Das wurde zumindest in der Quest mal von irgendwem erwähnt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht können wir unserem Glossar mal nachgucken. Handwerkbücher, ja, es ist schwierig, weil ich möchte Informationen über den Ort haben. Aber hier kriege ich nur über Bestien oder Charaktere Informationen. Aber nicht über Orte. Vielleicht steht hier irgendwas drin. Witwe, Herzog, Hexer. Nee. Naja, aber ich kann mal ganz kurz gucken, weil ich doch vorher gerade die Frage gestellt habe zu... Ich verstehe gerade die Menüs nicht. Ich möchte einfach alles zuklappen. So, Konstrukte. Weil ich frage mich, ob die... Weil wenn man die besiegt, lassen die wie viele Gegner, wie alle Gegner eigentlich, so kleine Organhaufen liegen, die man plündern kann. Und ich frage mich gerade, ob das einfach nur Spielmechanik ist, weil halt besiegte Gegner Organhaufen liegen lassen. Oder ob die tatsächlich innen fleischig sind und nur außen steinig. Wer weiß, Gargoyles sind Steinstatuen, die magisch zum Leben erweckt wurden, um Magielabore oder Verstecke vor Eindringlingen zu beschützen. Allein ihr Äußeres hat schon manchen Möchtegern-Dieb abgeschreckt, und wer angesichts ihrer gehörnten und geflügelten Monstrosität nicht die Flucht ergreift, wird üblicherweise umgehend von ihrer steinharten Klaue. Na, beantwortet unsere Frage leider nicht, weil Steinstatuen, die magisch zum Leben erweckt wurden, kann alles bedeuten, weil da ist Magie im Spiel. Vielleicht wachsen denen innere Organe, sobald die erweckt werden, ne? Man weiß es wirklich nicht. Aber hier, wenn ich mir die da anschaue, die sehen nicht sehr aus, weil als ob die bei innen, die sind löchrig. Sieht nicht aus, als hätten die Organe oder so. Aber da die Hunde der wilden Jagd sind auch Konstrukte. Aus magischen Eiskristallen entstehen.
Djinn ist auch ein Konstrukt. Naja. Schauen wir doch einfach mal auf die Weltkarte. Weil von hier aus wollte ich... Warum ist es denn hier so neblig auf der Karte? Zeigt mir die Karte wirklich neblige Gebiete an? Oder sind das Wolken, die über der Karte gerade fliegen? Oder wie? Oder was? Jetzt könnten wir entweder hier rüber gehen oder da hoch. Und ich glaube, ich gehe mal da hoch. Ist das eine Stadt? Ist das noch eine Stadt? War das mal eine Stadt? Ein Dorf? Eine Burg? Wahrscheinlich die alte Burg da hinten, oder? Ach, jetzt hätte ich schon ganz gern, muss ich zugeben, ein Monsterschwert, das farblich zu meinen restlichen Schwertern passt oder zu meiner Ausrüstung. Ich meine, ehrlich gesagt sehen wir in der Rüstung wie ein Volltrottel aus. Aber wir saugen bösen Kreaturen und auch theoretisch nicht bösen Kreaturen und allen anderen, die wir töten, Lebensenergie ab. Und das ist schon irgendwie echt gut. Wie 2% pro Rüstungsstück, das wir tragen. Und wir tragen 6. Das wär dann 12%. Aber von was? Von deren HP oder von meinem Schaden oder von meiner maximalen HP? Oder wie oder was? Wie komme ich denn da rein? Wir zeigen dir, was Disziplin ist. Aha, was ist Disziplin? Was geht hier vor, Hexer? Das weiß ich auch nicht. Du putzt hier deine unsichtbaren Handschuhe. Du hast nichts in der Hand. Ist das Disziplin? Das, was du da in der Hand hast, ist Disziplin. Ich verstehe. Das ist eine Metapher oder so. Wir zeigen dir, was Disziplin ist. Ja, verstehe ich nicht. Was geht hier vor, Hexer? Ist das ein Rätsel? Hat der mir ein Rätsel aufgetragen? Oder ist er verrückt? Naja, das, was ich suche, ist zum Glück hier irgendwo. Tagebuch. Ein Tagebuch eines professionellen Ausbrechers. Ach, ist das ein Gefängnis, wo ich hier bin? Ein Teil eines Tagebuchs ist blutverklebt. 22. Tag des Monats Birke. Ah, der Monat Birke. Das Schlimmste an meiner Arbeit ist nicht, dass ich durch Jauchegruben krieche, aus großen Höhen springe, in Kanäle tauche, mich fesseln und peitschen und verbrennen und foltern und mir die Fingernägel ausreißen lassen muss. Nein, am schlimmsten ist, dass ich das alles dokumentieren und dann die Notizen vor den Wächtern verstecken muss. Jeder Ausbruch muss in allen Einzelheiten beschrieben werden. Andernfalls bekomme ich kein Geld von meinen Auftraggebern. Die Arbeit eines professionellen Ausbrechers ist wahrlich kein Zuckerschlecken. Aber ich stelle es mir wenigstens abwechslungsreich und interessant vor. Und man ist an der frischen Luft. Naja, eigentlich nicht wirklich. Ich weiß es nicht. Tag 25. Birke. Diesmal habe ich einen Auftrag in Toussaint erhalten. Das dürfte eine Kleinigkeit werden. Die Wächter sind fett und faul, die Wände uneben, unleserlicher Abschnitt. Mir ist heute vielleicht das Fell gegerbt worden. Die Wächter mögen fett und träge sein, aber peitschen können sie. Verdammt, ich glaube, ich werde zu alt für sowas. Diesen Auftrag mache ich noch. Denn es wird Zeit für einen Berufswechsel. Vielleicht könntest du ja dann als nächstes professioneller Einbrecher werden. Vom Prinzip her eventuell ähnlich und man wird weniger ausgepeitscht. Außer man wird erwischt, aber dann kommt dir deine alte Profession des professionellen Ausbrechers wieder zugute. Insofern wird sich das schon irgendwie ergänzen. Also, ich meine ja nur. Gut, 28. Tag des Monats Birke. Ha! Was habe ich für ein Schweineglück. Mein
Mitinsassen, mein Mitinsasse, den sie unschuldig eingelocht haben, hat mir von einem Elfenschatz erzählt, der irgendwo südlich des Gefängnisses unter Wasser wartet. Ich nehme an, der Mann hat gemerkt, dass ich einen Ausbruch plane. Ich soll das Schlitzohr mitnehmen, dann kriege ich den Schlüssel. Vielleicht kann ich mich dann bald zur Ruhe setzen. Unleserlicher Abschnitt. Erster Tag des Monats Blate. Oder Blathe. Wer weiß. Ich habe die Grube ausgegraben, um dann zu merken, dass ich mich verrechnet habe und mitten im See rauskomme. Mein Kollege konnte nicht schwimmen. Und nun lernt er es auch nicht mehr, denn er schläft den ewigen Schlaf und träumt von Fischen. Leider habe ich es nicht geschafft, den Schlüssel zum Elfenschatz an mich zu nehmen. Ich muss meine gesamte Stärke aufbringen, um es überhaupt zurück in die Zelle zu schaffen, in der bereits ein paar Wächter auf mich warten. Die haben mir ein paar Rippen gebrochen und Zähne ausgeschlagen, aber ich werde mich davon erholen. 11. Tag des Monats Blate, die Dinge stehen gut. Ich bin in eine andere Zelle verlegt worden. Die Gitterstäbe an den Fenstern stammen aus Zeiten, in denen Toussaint noch von Elfen regiert wurde. Also werde ich diese rostigen Dinger heute Abend lösen und dann ab in den See. Der Sturz wird zwar tief, ja, aber deswegen mache ich mir keine Sorgen. Dann kehre ich zu meinem Auftraggeber zurück und überprüfe die Geschichte über den Schatz. Wenn alles gut geht, bin ich bald kein professioneller Ausbrecher mehr. Ja, wer weiß, ob er... Also ich meine, ne? Auch im schlimmsten Fall ist er zumindest kein professioneller Ausbrecher mehr. Das muss man ihm lassen. Heißt das jetzt irgendwo unten in dem See ist ein Tunnel, der ins Gefängnis in eine Zelle reinführt? Das klingt so. Blutmoos. Hosen. Ringe. Und anderes Stuff. So, was, da ist sogar ein Höhleneingang. Wird mir auf der Karte angezeigt. Aber wir haben doch jetzt bestimmt eine Quest bekommen, oder? Bestimmt. Haben wir doch jetzt eine Quest. Eine Schatzsuchquest, oder? Finde den Schlüssel beim überfluteten Tunnel. Ganz genau. Na gut, Vampir Geralt. Ab in die Tiefen, mein Freund. Ich meine, wenn wir schon hier sind, ne? Breche ich mal mit meiner Regel. Ach, der ist aber nicht tief, der Tunnel. Also ich meine jetzt, ne? Ich dachte, die sind irgendwo mitten im See rausgekommen. Aber das sieht ja... Das ist ja... ein Schädel. Aber gut, ne? Ich meine, als normaler Mensch muss man erstmal durch so einen langen Tunnel... Hä, aber die haben hier schon einen ordentlichen Tunnel gegraben. Moment, hat er das ganze Gefängnis überflutet oder was sehe ich hier? Okay, warte mal, wenn der schon so skelettiert ist, der Kerl, dem ich gerade den Schlüssel abgenommen habe, frage ich mich gerade... Ich hoffe, da ist Sauerstoff. Oh, oh, da ist kein Sauerstoff. Geralt, wir sollten... okay. Ich glaube, ich habe irgendwie... Ich glaube, wir haben ein Problem. Ich glaube, ich bin irgendwo durch die Wand geglitscht. Jetzt ersticken wir hier. Ja, Geralt, also auch nicht. Hier ist ein Schnitzel. Ist ein Heiltrank. Ich weiß ja auch nicht. Na super. Na super. Also, come on. Was kann denn ich dafür? Das sah aus wie eine Luftblase und dann war es ein glitschiger, ungeglitschter, umprogrammierter Bereich. Und ich schwimme irgendwo draußen im Abyss rum. Und dann sind wir ertrunken. Dabei habe ich noch ein Schnitzel gegessen unter Wasser. Man sollte meinen, dass das den Sauerstoffgehalt im Blut... Ah, ich hätte bestimmt irgendeinen Unterwasser-Atmentrank, oder? Naja, machen wir nochmal. Jetzt ist die Quest wieder nicht aktiviert. So. Aquaplatschi, meine Freunde. Aquaplatschi.
So, Geralt, jetzt müssen wir uns aber echt ein bisschen sputen. Nein! Die Steuerung unter Wasser ist auch nicht die allerbeste. Ich meine, es passt schon. Haben Spiele, ist das nicht, ne, irgendwie haben Videospiele immer. Also ich meine, wie viel Spiele gibt es mit guter Unterwasser-Steuerung? Eigentlich sind Unterwasser-Massagen traditionell nervig. Es muss fast sein. Ich meine, andererseits denke ich schon immer gern zum Beispiel an die Donkey Kong Country Unterwasser-Level zurück, aber die waren auch tatsächlich sauschwierig und auch teilweise gemein, schon bei Mario damals. Aber missen möchte ich sie auch nicht, ne? Es gibt so Sachen wie Escort-Missionen, wo man auf einen NPC aufpassen muss, der dann auch noch super labil und blöd ist und irgendwie nichts aushält und sofort in die nächste Gegnergruppe rennt. Sowas nervt. Die Mission, die vermisse ich tatsächlich nicht. Also die dürfen gerne ein Relikt der Videospielvergangenheit bleiben. Aber Unterwasserpassagen, wenn die jetzt ganz rausgenommen werden würden, weil die auch immer ein bisschen schwierig und problematisch waren, das finde ich schade. Unterwasser hat nämlich schon auch so eine gewisse Stimmung. Sowas Mystisches und Fremdes, so eine Unterwasserwelt zu entdecken. Und dann ist es eben auch noch, ne, mit dieser Sauerstoffbalken kann man eine gewisse Dringlichkeit erzeugen. Hat schon was alles. Geralt, ich glaube, wir sind hier gefangen jetzt. Jetzt sind wir hier in diesem Gefängnis. Sitzen wir fest. Von wegen ausbruchsicher. Juhu, ich bin hier der professionelle Ausbruch. Oh, wartet mal. Wir haben jetzt gerade mal den Schlüssel, aber wir haben ja den Elfenschatz noch gar nicht. Oh. Wächter, willst du mir noch mal zeigen, was Disziplin bedeutet? Ich kann jetzt gerade ein bisschen Selbstdisziplin brauchen. Moment mal, ich bin hier irgendwie ganz falsch, oder? Oder? Ich schau mal auf die Karte. Die Beratekarte. Ach was, da unten, wo ich vorher schon war, ha? Ach, come on, wir sind jetzt komplett falsch. Hey, aber da schwimme ich jetzt in dieses Dorf rüber, weil hier ist ein Anschlagbrett und definitiv traue ich mich wetten auch einen Schnellreisepfosten. Los, Geralt. Pack die Badehose ein. Jetzt wird geschwommen. Geschwommen? Geschwemmt. Genau. Wäscht sich der oder schüttet der mit der Hand Wasser in seinen Korb? Wahrscheinlich sammelt der Muscheln oder sowas. Der Fischer. Oh, verdammte Kacke. Aber dann ist er eigentlich kein Fischer, sondern Muschler. Ein Weichtierler müsste er dann sein. Der Weichtierler von Notre Dame. Ich habe viele Dinge im Leben gesehen, aber wie das vom Himmel fällt, noch nie zuvor erlebt. Gucken wir mal ans Anschlagbrett, ob da neue Missionen dranhängen. Oh, tatsächlich, zwei Stück. Zwei sind wirklich neu, die anderen sind nur so kleine Zettelchen. So, Auftrag, das Monster von Tufo. Hiermit gebe ich Folgendes bekannt. Das Tufo-Weingut, das zu meinen Besitztümern gehört und für seinen superben Merlot Blanco in aller Welt berühmt ist, wird von irgendeinem Monster heimgesucht. Der Ritter, der die Bestie stellt und erschlägt, wird nicht nur seine Ehre unter Beweis gestellt haben, sondern auch eine Belohnung von erheblichem Umfang erhalten. Hört daher meinen Ruf, tapfere und kühne Männer Tissans. Kommt zum Tiffin Weingut und sprecht den Unterzeichnenden auf diesen Auftrag an. M. de Bordeaux. Gut, und dann haben wir noch etwas. Geheimnisvoller Rinderregen. Ah, schau, da haben gerade NPCs drüber geredet. Da hat gerade einer gesagt, ich habe schon viel gesehen, aber Rinder, die vom Himmel fallen, das habe ich noch nicht gesehen. Oder sowas. Dringend gesucht.
Spezialist, der das Seltsame und Außergewöhnliche kennt. Die Person muss schnell und zuverlässig sein. Zauberer, Druiden oder Hexer bevorzugt. Das Problem ist Vieh, das nachts vom Himmel fällt. Oder so. Das Problem muss schnellstmöglich gelöst werden. Die Arbeiten am Steinbruch müssen weitergehen, da wir Termine einzuhalten haben. Nähere Informationen beim Vorarbeiter des Edessen Steinbruchs. Brüchs. Dankeschön. Machen wir. Was haben wir denn hier? Ein Steckbrief? Ein... Bin ich denn völlig irre, zu so spottbilligen Preisen zu verkaufen? Gesucht. Mörderische Wandergilde-Mitglieder. Wandergilde. Ach so. Oder? Nee, Wandergilde. Keine Ahnung. Mitglieder von irgendwas. Antoine Sterling Strang. Ich muss das Wasser des Wahnsinns getrunken haben. Loth alias Halbblut und Philibert Vierfinger von Witan. Okay. Monster Tofu. Hol dir auch nicht deinen Magen. Schluck auf. Grauenhaft. Das ist ja doof. So, ist jetzt hier wirklich kein Schnellreisepunöpel? Doch. Und da ist ein Fragezeichen. Na gut, dann gehen wir erst kurz hoch zu dem Fragezeichen. Aber dann gehen wir gleich wieder zurück zum Schnellreisepunkt. Weil wenn ich den Elfenschatz jetzt nicht hole, vergesse ich den und dann hole ich ihn nicht mehr. Weil die Schatzsuchen sind mir meistens relativ egal. Lässt uns friedlich da schlaschen. Bin ich immer so, na komm, brauche ich jetzt noch einen Schatz? Nee, eben. Deswegen machen wir das jetzt. Aber gut, da laufen wir noch schnell hin. Und gucken mal, was da so auf uns wartet. Irgendwie gar nichts. Ach, das ist unterirdisch wieder. Gibt es hier irgendwo einen Höhleneingang? Ah, das könnte sogar mit dem Weingut-Missions-Tofu, mit dem Tofu-Monster zusammenhängen, ne? Ja gut, okay, dann jetzt nicht. Jetzt keine Tofu-Monster. Oh, ich dachte schon, jetzt stirbt er gleich wieder, der Geralt. Ich meine, Geralt kann ja schon nicht in Smash Brothers mitmachen, weil er ja ursprünglich ein Buchcharakter ist. Und das ist so die einzige Regel, die tatsächlich vom Smash Brothers Macher, Schöpfer wirklich ausgesprochen wurde und die auch bis heute gilt. Jeder Charakter in Smash Brothers muss eine Videospiel, also muss ein Videospielcharakter sein, seinen Ursprung in einem Videospiel haben. Aber selbst wenn, könnte er nicht mitmachen, weil der einfache Sprung von einer Plattform zur nächsten in Smash Brothers würde Geralt schon instant töten, weil der Fallschaden zu groß ist. Insofern geht das schon nicht. Tja, schade. Aber ich meine, dass Geralt noch ein Smash Brothers Charakter wird, ist sowieso... Auch deswegen extrem unwahrscheinlich, weil er ein westlicher Charakter ist. Und die haben jetzt auf Druck der Fans Banjo und Kazooie eingeführt. Oh, das Boot fusioniert mit dem Steg. Nicht schlecht. Oder gehört das zusammen? Ah, das Boot hat gleich einen Steg mit eingebaut. Das ist total clever. Den nimmt man mit. Mit dem fährt man so übers Wasser. Der ist auch aus Holz. Der schwimmt. Und dann, wenn man landet quasi irgendwo, dann fährt man einfach mit seinem Steg voran so seitlich an Land. Und bam, ist man angedockt. Clever, clever. Boot bauen können die Tusona. Genau, die haben jetzt Banjo-Kazooie gemacht. Die haben jetzt sogar Minecraft, Steve und wie heißt die weibliche Figur aus Minecraft? Ich weiß es gar nicht. Die wurde nach meiner Minecraft-Hochzeit eingeführt. Jetzt haben wir hier quasi, wenn man das zusammenrechnet, ja vier westliche Figuren. Das muss jetzt reichen. Jetzt kommen wieder skurrile japanische Sachen, die man im Westen nicht kennt. So. Was ich mir vorstellen könnte und was ich voll cool fände, wäre der Hauptcharakter aus Ys. Weil Ys ist in Japan ja eine super traditionsreiche Rollenspielreihe. Die haben ja im Grunde das JRPG erfunden, Ys. Also Final Fantasy, Fire Emblem, das ist ja alles im Grunde zurückzuführen auf Ys, mehr oder weniger. Insofern
wäre der Protagonist aus Ys eine realistische Option, die ich ehrlich gesagt auch echt ziemlich cool fände. Geralt, ich befürchte, wir sticken hier. Sorry. Okay, ganz viel Loot, das ist gut. Nimm alles. Jetzt nix wieder raus hier. Oder ist da oben Sauerstoff oder glitsche ich dann wieder irgendwo durch eine Wand durch? Ach so. Gary, hier ist eine Sauerstoffflasche, Tasche. Na dann. Dann können wir wieder runtergehen und gemütlich weiter looten. Wenn es noch was zu holen gibt. Naja, dann würde ich sagen, hauen wir ab. Oh, wartet mal. Da hat gerade was komisch geleuchtet hinter dem Balken. War aber wahrscheinlich nur ein Grafikfehler. Na dann, nix wie raus hier. Ach, aber da tauche ich nochmal, da leuchtet so viel Geld. Gelbe. Da leuchten wir nochmal runter. Ja, genau, so funktioniert Sprache. Oh Gott. Da leuchtet so viel Gelb. Geld. Da leuchtet so viel Geld, da leuchten wir nochmal runter. Genau, so war's. Naja. Ich habe jetzt überhaupt nicht aufgepasst, was wir da drin eigentlich kurz bevor wir erstickt sind noch so geplündert haben. Oh Gott, wir ersticken ja jetzt schon. Warum eigentlich? So lange war ich jetzt auch wieder nicht. Oh, komm schon. Oh Gott, Geralt. Was machst du für Sachen? Oh. So, auf den Schock meditieren wir jetzt erstmal ein bisschen. Vor lauter Habgier ertrunken. Dieser komische Wassereffekt, ne? Das muss irgendwas sein, das in Videospielen weit verbreitet ist, bis heute noch teilweise. Irgendwie quasi wird ja... Ich meine, weil ich habe schon mitbekommen, dass echte Reflexionen extrem viel Leistung brauchen. Wir sind jetzt bei aktueller PC-Hardware und bei den neuen Konsolen an einem Punkt, wo man wirklich echte, zuverlässige Reflexionen wieder machen kann. Und das hier ist ja nur Fake. Das ist ja keine echte Reflexion, so wie ich das verstehe. Das ist ein Effekt, der Reflexion simuliert. Und scheinbar erzeugt das aber um unseren Protagonisten herum so eine seltsame Aura. Würde mich tatsächlich interessieren, wie das technisch genau funktioniert. Da würde ich gerne ein Interview mit jemandem führen, der das wirklich versteht. Der das wirklich auf einer technischen Ebene mir erklären kann, warum Wasserreflexions-Pseudo-Effekt eine Aura um meine Figur herum erzeugt. Und quasi das Wasser einfärbt, mehr oder weniger. Läuft der jetzt weiter die ganze Zeit in Zeitlupe? Auch wenn ich aufhöre, nach vorn zu lenken? Der wilde Hexer bei der Jagd. Wie in so einer Naturdoku, wo man so einen Löwen in Zeitlupe rennen sieht. Da hinten ist ein riesiger Bär. Ich dachte, das ist ein Mooshaufen oder so. Ein wildes Geralt erscheint. Geralt setzt Igni ein. Es ist nicht sehr effektiv. So. Das würde ich machen. Oh mein Gott, das wäre so gut, wenn es keine super strengen Lizenzanwälte und Firmen gäbe, die irgendwie da schnell mal mit dem Klagezettel zücken. Oder so. Würde ich genau das machen. Das ist die Idee. Ich würde ein Videospiel Pokémon machen. Also eins, wo man
Na, da würde ich mir irgendeine Multiversum-Story überlegen und dann stellt man, dann sammelt man Videospielhelden und stellt sich seine Teams zusammen und kämpft dann in rundenbasierenden Kämpfen gegen andere Videospielhelden oder so. Und dann hat man eben zum Beispiel einen Geralt, der dann rundenbasiert kämpft, der neue Attacken lernt und der dann auch quasi so mit so einem Elementarsystem funktioniert, das Kampfsystem natürlich. Und Geralt lernt dann zum Beispiel, wenn er hochlevelt, Igni und Axi und Yharth und das macht Feuerschaden und das betäubt den Gegner und das macht ein Schutzschild. Könnte man super auf so ein rundenbasierendes Kampfsystem umwandeln. Und das für den Anfang, für den ersten Teil mit 151 Videospielhelden. Und die Moves, die die lernen, sind lauter so kleine Referenzen und Easter Eggs auf ihre Spiele. Da hätte ich voll Lust dran. Voll Spaß dran und voll Lust drauf, mir das zu überlegen. Mir quasi Videospielhelden am besten aus so Actionspiele in so rundenbasierende Pokémon umzuwandeln, mit ihren Fähigkeiten, ihren aktiven und passiven Skills, ihren Elementarschäden und sowas. Das wäre bestimmt ziemlich lustig. Aber ich glaube, sobald auch nur irgendwie, sobald Nintendo nur schnuppert, dass da vielleicht ein Mario oder ein Link drin vorkommen könnten, bin ich quasi schon im Gefängnis. Auch wenn ich es nicht kommerziell mache. Ich müsste es anonym machen, das wird funktionieren natürlich. Ich habe nichts gesagt. Was? Wer will hier ein Pokémon mit Lizenz-Sachen machen? Mit Lizenz-Videospielen? Ich hab nix gesagt, dass ich das machen würde und will auch niemanden dazu auffordern, das zu machen. Ich habe nur so ein bisschen vor mich hingeredet. Naja. Vielleicht könnte man sowas tatsächlich im Indie-Bereich machen. Ich glaube, da ist alles ein bisschen chilliger in der Regel, wenn man da die Leute anschreibt und sagt, hey, darf ich einen Easter Egg Gastauftritt von Shovel Knight machen? Dann sagen die, ja, bitte. Das könnte ich mir vorstellen. Geralt Wildschweine, lauf! Oh, mit den Wildschweinen hier ist echt nicht zu spaßen. Die sind wirklich richtig gefährlich. Die sind gefährlicher als viele Monster hier in der Welt. Oh, aber ich habe mir ihre Lebenskraft ausgesaugt. Und jetzt nehme ich ihre toten Körper, um sie später zu verspeisen, auch noch mit. Ich bin ein super Verzehrungsmonster geworden. What the fog? Wo sind wir denn hier gelandet? Die sehen aus wie so diese Nebelmonster, aber irgendwie anders. Ein bisschen. Die haben andere Köpfe. Die haben Hörner. Das sind auch so ein bisschen Xenomorph. Oder? Ah ne, die heißen aber einfach nur Lieblinge. Ich dachte, die Stämme sehen anders aus. Oder heißen Lieblinge, die ich meine, anders? Au. Da wird einfach gewirbelt. Es wird gezaubert. Und dann ist hier gleich Schluss mit lustig. Du solltest schon in Richtung Gegner wirbeln, aber ach schon. Du machst es schon gerne. Mein Gott, das ist so gut, dieses Wirbel. Das ist wirklich so gut. Es ist wirklich einfach so gut. Jetzt muss ich aber echt mal gucken, ob die haben doch, also das, die habe ich ganz anders in Erinnerung und wahrscheinlich meine ich andere Monster, die aber ähnlich funktionieren. Oder? Gehören die zu den Vampiren? Nein, die gehören nicht zu den Vampiren. Gehören die, wo könnten die dazugehören?
Geister. Naja, weiß ich gar nicht. Nee. Hybriden wahrscheinlich eher weniger. Sind Hybriden eigentlich wirklich Hybriden? Im Sinne von wirklich genetisch so Hybriden? Wahrscheinlich nicht. Insektoiden werden sie wohl eher nicht sein. Aber die Arachnomorphs sind schon ein bisschen eklig. Aber ich finde immer noch, Dragon Age Inquisition hat so ziemlich die ekelhaftesten Videospielspinnen. Nekrophagen, ja, das ist möglich. Der Fleckenwicht war ein Nekrophage. Ich dachte, der isst nur seinen eigenen Schleim. Hier, Neblinge. Ja, genau, genau, so kenne ich die. Das sieht doch ganz anders aus. Muss ich mal weiter runtergehen? Nee, das ist wahrscheinlich eine Unterart. Weil die sehen schon sehr anders aus wie die hier. Mit ihren Hörnern und ihren riesen Hinterschädeln und so. Ist wahrscheinlich eine nah verwandte Neblingart oder so. So, und was haben die jetzt hier so für Schätze? Blühen des Erz. Und ganz viele Blumen. Blume. Aber das war's doch nicht, oder? Ich habe doch hier irgendwie noch den Hauptschatz. Ah, da ist der Hauptschatz. Was haben wir denn da? Ein kleines Kästchen mit einem Löffel aus reinem Gold. Und Stuff. Und Smiggle-Zerkis-Notiz. Schauen wir mal, was der Smiggle-Zerkis zu sagen hat. Ich habe ihn verloren. Ja, ja, ja. Ich habe es mir schon gedacht, als ich Smirgol gelesen habe. Ich wollte schon nicht Smirgol aussprechen, weil ich mir dachte, nein. Dann, ne? Und dann hat er einen goldenen Löffel. Und wahrscheinlich ist der goldene Löffel sein Schatz. Ja, ja, genau. Ich habe ihn verloren. Mein Liebling. Jemand hat ihn mir gestohlen. Mein Schatz. Mein Löffel. Diese Kreatur aus dem Karuberta-Wald. Sie muss es gewesen sein. Die Hilfskraft berichtet, dass in der Stadt überall von vermissten Löffeln die Rede ist. Ach guck, das ist ja schön irgendwie, oder? Das ist ja nett, dass hier so ein Rückbezug auf den Fleckenwicht und die Quest genommen wird. Oder ein Vorbezug, je nachdem wann man die Quest hier macht, aber ein Bezug drauf. Das ist cool. So funktioniert das, Mensch. Das ist einfach so gut. Witcher. Das macht ihr so gut, ihr Autoren von Witcher, dass hier so viel Bezüge immer bestehen. Dass nicht jede Quest einfach nur für sich existiert. Dass es so viel Überschneidungen gibt. Und wenn es nur kleine sind, so wie hier. Es ist einfach schön. Da diese Kreatur in ganz Buclair gestohlen hat und von unseren tapferen Wachen nicht gefasst wurde, bedeutet das, dass sie klug sein muss. Viel mehr gerissen. Und jeder, der klug ist, lässt mit sich reden. Besonders, wenn es um Geld geht. Also habe ich meinen Juwelier Mattenberg gebeten, einen Löffel aus reinem Gold anzufertigen, den ich dann in den Charoberta-Wald mitnehme, nach dem Monster suche und ihn einem Tausch vorschlage. Einen Löffel aus Gold für meinen kostbaren Löffel. Hat scheinbar nicht so super gut funktioniert. Sagen wir mal 4 von 10 möglichen Punkten für diese Aktion. Ist es überhaupt in der Nähe von dem... Na, das weiß ich jetzt nicht mehr, wo die... War das richtige Anwesen von dem Löffeltroll, Fleckentroll? Könnte schon sein. Auf jeden Fall gehen wir jetzt dahin, um schnell zu reisen. Und dann reisen wir wohin, nämlich zur nächsten Nebenquest. Ich habe wieder Bock auf Nebenquests. Die Hauptquest ist 42. Alles unter und bis 42 machen wir jetzt. Außer die skellige Mission. Da haben wir einiges zu tun noch. Das ist cool. Ich glaube, das niedriglevelste ist jetzt hier der Rinderwahn. Ah, die Kühe, die vom Himmel gefallen sind, sind das wahrscheinlich, oder? Ein Hexerleben wird nie langweilig, wenn dem Hexer die Gorgosch, Driegen und Neckar irgendwann zum Halse raushängen, kann er sich darauf verlassen, dass das Schicksal ihm etwas Unerwartetes an den Weg legt. In diesem Fall
als in einem Steinbruch plötzlich eine Kuh vom Himmel fiel. Genau, und einem Arbeiter erschlug. Ja, vom Himmel fallende Kühe. Das schauen wir uns an. Lemmingkühe. Ist übrigens ein uralter Mythos. Weiß inzwischen, glaube ich, jeder, oder? Aber ich sag's trotzdem. Lemminge stürzen sich nicht in Scharen von irgendwelchen Klippen und sterben. Das ist nur eine Legende. Lemminge sind sehr gerne am Leben. Wie so ziemlich jedes Lebewesen. Ach. Ach was. Gut, dass ich hier vorher einen Schnellreisepunkt eröffnet habe. Jetzt sparen wir uns einen langen Weg. Aber andererseits. Ja, okay. Gut, gut, gut. Das machen wir noch, ja. Jo, jo. Hier haben wir 1, 2, 3, 4 Fragezeichen, nämlich direkt auf dem Weg zu unserer Hauptquest. Und die, würde ich sagen, nehmen wir mit, weil, ich meine, come on. Wenn wir jetzt schon hier sind, hier kommen wir nie wieder her wahrscheinlich. Mein Gott, Geralt, was sind denn das für crazy Witcher-Skills, die du da hast? Mit deinen Fingern drückst du auf deine Metallmaske und kannst dann irgendwie pfeifen dadurch. Ich bin beeindruckt. Plätze? Mach langsam. Mach langsam, Plätze. Eins nach dem anderen. Jetzt reiten wir erstmal ganz gechillt so, hier den Weg entlang. Sadala. Na also. Ja, die war tatsächlich schon ganz nah an ihrem Ziel. Aber hat anscheinend, also ich bin wieder bei Smergol, aber die hat anscheinend die Fleckentroll mutierte Frau nie wirklich getroffen. Die wurde vorher von den Lieblingen erwischt. Weil sonst hätte die wahrscheinlich den goldenen Löffel genommen. Also die Frau hätte das wahrscheinlich trotzdem nicht überlebt, die Begegnung. Aber der goldene Löffel wäre sicher in dem Besitz von Fleckentroll gewesen, nehme ich an. Und wahrscheinlich hätte der Fleckentroll auch die Frau mit dem goldenen Löffel gezwungen, mit ihrem Tisch zu essen, wie sie das so gemacht hat, um sich von dem Fluch zu befreien, was aber nicht funktioniert hat. Nein, die Pünktchen führen uns zur Hauptmission, nicht zur Nebenmission. Plötze, wir lassen uns hier schon wieder verleiten. Oh, oh, Iba, lauf. Wildschweine, gefährlich. Oh. Oh, ein undurchdringbares Gestein. Aber wir sind bei einem Fragezeichen. Nicht bei dem Fragezeichen, zu dem ich eigentlich wollte, aber bei einem Fragezeichen. Und das ist scheinbar ein Höhleneingang. Oder zumindest etwas irgendwo in einer Höhle wahrscheinlich. Und ja, das Medaillon verliert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ein Ort der Macht? Yeah, das ist cool. Können wir uns einen Skillpunkt abholen? Neues und ich sehe eine Kiste. Und die beinhaltet Schuhe. Hä? Was ist los? Aha, ich schätze mal, das habe ich durch die Wand durchgepflückt oder so. Na, das war ja kurz und schmerzlos. Jetzt können wir mal schauen, ob wir vielleicht schon wieder hier irgendwas mutieren können. Verzeihung. Erforsche Mutationen, um Fertigkeitspunkte zu verbessern. Jede Stufe schaltet einen zusätzlichen Fertigkeitsplatz frei. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht ganz. Aber hier brauchen wir auf jeden Fall mehr. Ich verstehe es ehrlich gesagt einfach nicht ganz. Aber gut. Ort der Macht. Durchsucht. Nein, nicht Plätze hauen. Um Himmels Willen. Hä, hier waren wir anscheinend schon mal. Hier haben wir schon mal was gemacht. Eine Person in Not haben wir hier gerettet. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Beweg dich! Ach, Plätze, was sind die hier? Sind das alte Elfenruinen wahrscheinlich, oder? Die haben nicht sehr pferdefreundlich gebaut.
bis hier Gartel haut echt rein. Nein, sie haben uns zu Tode gestampft. Die mit ihren Stampfattacken. Heilige Anchovy-Pizza. Das ist schon krass. Die machen hier einen auf Hulk. Oder Xiao. Oder Referenz. Mario Stampfattacke. Mehr Referenzen fallen mir gerade nicht ein, aber ein auf Stampfattacken-Profi. Meine Güte. Nicht schlecht. Den Kampf mache ich nochmal. Aber vielleicht diesmal mit Quen. Halt. Lauf, Plätze! Ja. Wildschwein, lauf! Meine gute Vampir-Party. Das war ganz schön übel. Ich habe schon wieder voll viel Rezepte und Schemata und Zeugs. Der hatte sogar ein grünes Schemata hier jetzt. Also irgendwas Legendäres, Einzigartiges, Hexaset-mäßiges vielleicht sogar. Meine gute Güte. Meine gute Güte, hast du schöne Hüte. So, das war ja mal abenteuerlich. Dann hätten wir da oben noch ein kleines Fragezeichelchen. Mäh, ihr Plötze. Mäh, ihr Plötze. Wo seid ihr denn bitte? Hallo, Fragezeichen. Mäh, ihr Plötze. Ertrunkner, lauf, Plötze. Na, wenn das mal kein Banditenlager oder was ist. Gegen uns hast du Katzen! Wir machen ein Pferd Angst. Sterbt! Kann ich nicht dulden, dass ich Plötze Angst krieg. Da muss ich dir leider da erlauben. Also Menschen exekutiert Geralt mit seinen Finishern schon besonders gerne. Macht ihm jetzt schon ziemlich Spaß. Also Monster kaputt hauen, das ist schon ganz nett so, aber Menschenköpfen, ne, das macht mir jetzt schon ziemlich Spaß. So ist er drauf, der Geralt. Oh nein, wir sind überladen. Ah, Geri. Geri von Rivi.
Geridiraldo. Guck mal, wie überladen wir sind. Und wir looten und looten und looten. Das nimmt kein Ende mit unserem Loot, Geralt. Da müssen wir irgendwas dagegen unternehmen. Wegwerfen. Wenn man doch nur im Inventar zerlegen könnte. Das ist so eine schöne Komfortfunktion, die viele Spieler haben, dass die sagen, ja komm hier, die ganzen normalen Waffen verschrotten wir gleich in irgendwelche Erze, in irgendwelche Rohstoffe. Passt schon, Spieler. Muss dich nicht lang drum kümmern. Das ist so schön, wenn Spieler das machen. Oh, die Herzogshauptmannrüstung. Fancy und ist auch eigentlich gar nicht so schlecht für eine gelbe Rüstung, aber ne, vergiss es. Ich habe ungefähr 5 Minuten Spiel doppelt gespielt für diese Rüstung. Die tragen wir jetzt bis an mein Lebensende oder bis ich was wirklich Besseres finde. Runen. Ich würde hier echt gern Runen reinschmieden in meine Rüstung, aber halt wenn dann gleich ordentliche Runen. Ach guck, wir haben eine ordentliche Igni-Rune. Die mache ich mal in unsere Rüstung wenigstens. So, jetzt sind wir hoffentlich auch nicht mehr überladen. Nee, aber wir sind tatsächlich nicht so stark überladen. Das ist gut. Dann lege ich jetzt nämlich echt ein paar von den Standardschwertern einfach ab. Wegwerfen, wegwerfen, wegwerfen. Boah, die hätten wir vielleicht... Das wäre vielleicht was wert gewesen. Egal. Wegwerfen. So. Und ich meine, theoretisch könnte man das eine... Das war es, glaube ich, wieder mitnehmen. Das hat nämlich Ausrüstungsplätze. Das ist bestimmt ein bisschen was wert. Na schön. Plötzlich, jetzt ist schon... Die bösen Männer sind alle tot. Jetzt ist schon gut. Ruhig. Wahrscheinlich ist Plötze deswegen so aufgeregt, weil ich so ein krasser Massenmörder bin. Das ist wahrscheinlich das, was Plötze eigentlich beunruhigt. Was hast du getan, Geralt? Lauf, sagt Plötze jetzt eigentlich. Das waren doch Menschen, wie du und ich, empfindsame Wesen. Nur weil sie mal auf Abwege geraten sind, muss man sie doch nicht gleich so grausam köpfen. Und Geralt steht die ganze Zeit daneben und sagt einfach nur, ruhig Plötze, ist schon gut. Tja. Weil Hexer halt kein Pferdisch sprechen. Und andersrum. Werde kein Hexerisch. Kein Hexisch. Los, lauf! Wow! Plötze, wenn das vorher schon aufregend für dich war, dann ist das jetzt wieder nicht hin. Weil das ist Blutbad. Ein Wirbelzauber-Blutbad. Der Sonderklasse. Na dann, haben wir wieder... Endlich kann ich in Frieden trinken. Ein Ort, wo man in Frieden trinken kann. Oh, was haben wir denn hier? Das ist ein Hauptquest-relevantes oder Nebenquest-relevantes Objekt. Befehl notiert auf einem Stück Schweinshaut. Der Auftrag ist einfach. Ihr durchkämmt die Lagerhäuser an den Frontier Docks. Ihr nehmt alle Viktualien mit, die ihr kriegen könnt und kommt zurück. Obacht! Da treiben sich jede Menge Knappen und Wachen der allerstinkigsten Wachtel herum.
Was? Wovon reden wir hier eigentlich, Philibert? Was laberst du, Philibert? Keiner versteht, was du sagst, Philibert. Bla, bla, bla. Wisst ihr was? Behaltet Behaupt eure blöden einstufigen Scheißwaffen, die keiner haben will. Behaltet sie einfach. Schmied! Oh nein, schon wieder so ein Flüchtling aus dem Norden. Warum bist du hier? Du hast es vielleicht nicht mitbekommen, aber ich habe dir gerade den Arsch gerettet. Ja, ja, aber sicher nicht ohne Belohnung im Sinn. Wetten? Ich kenne euch doch. Na klar, und zwar eure gesammelten Almosen. Aber erst würde ich mir gern deine Waren ansehen, wenn ich darf. Na schön. Aber nichts anfassen. Und du berappst den vollen Preis. Verstanden? Nordlinge, was stört dich so an ihnen? Abgesehen davon, dass sie allesamt Diebe, Lügner und Schmarotzer sind? Gar nichts. Ich glaube, ich will nicht mit dir handeln. Ich wollte ihm gerade meine Schwerter verkaufen, aber ich glaube, mit der Attitüde kommen wir nicht ins Geschäft. Ich muss los. Bis dann. Und du kannst froh sein, dass ich nicht deinen Kopf mitnehme. So. Aber sonst ist hier kein anderer Händler, befürchte ich. Naja, der nächste Händler kommt bestimmt und die Schwerter werden nicht schlecht in meinem Inventar. So, wo wollten wir denn eigentlich hin? Hier hoch, ne? Genau, und das ist irgendwie so ein unterirdisches Fragezeichen, da können wir nicht hin. Also ist unser nächstes Ziel auch wirklich unser Hauptziel. Man könnte beim Anschlagbrett noch gucken, aber sonst passt eigentlich. Na gut, aber dann machen wir jetzt für heute Schluss mit unserer vierfach Luft. Wow, wisst ihr, was der macht? Das ist ein wahrer... Oh, Entschuldigung, ich habe ihn jetzt abgelenkt. Ich klar, das war eine... Arbeit ist sehr aufreibend, ja, oder? Das war eine hohe Kunst, die er gerade gemacht hat. Er hat nämlich die Nägel quasi mit einem Meter Abstand in den Fingern gehalten und so präzise und stark mit dem Hammer draufgeschlagen und in dem Moment losgelassen, dass die so pschu, den Meter nach vorne fliegen und sich ins Holz reinbohren. Das ist eine sehr präzise Hammerkunst, die der Mann da gerade vollführt hat. Ich habe ihn gestört. Er hat sich auf den Finger gehauen. Eskalation. Aber das sind die wahren Hammer-Skills. Naja, das können nur MC Hammer und Hammer Mario, abgesehen von ihm. So. Lasst ihr eigentlich die Leichen hier so liegen jetzt einfach? Ich meine, keine Ahnung. Wem ist doch mein Untergang? Schon wieder verloren. Ich würde ja lieber die Leichenteile wegräumen, bevor ich mit meinem Hammer auf so einen großen Stein hau, aus irgendeinem Grund. Aber ihr müsst das ja selber wissen. Vielleicht benutzt der Angler die nach und nach so Stück für Stück als Köder. Wer weiß. Okay, Leute. Ich war ja mit den Witcher-Folgen ein bisschen im Verzug. Ich glaube, 2-3 Folgen sind quasi, bin ich schon zu spät dran. Das heißt, so lang ist die Pause zur nächsten Folge jetzt nicht, hoffentlich, normalerweise. Aber, wie gesagt, nicht mehr tägliche Folgen, dafür längere Folgen. Die Folge zählt jetzt quasi als 4 Folgen. Das heißt, theoretisch würde, wenn ich nicht im Verzug wäre, aber da muss ich jetzt dann mal nachrechnen und nachgucken, würde dann erst wieder quasi nach jetzt, von jetzt weg, 3 Tagen, so später, die nächste Folge. Naja, ihr wisst schon ungefähr. Macht's gut. Bis zum Nimmerleinstag. Ciao.